Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Beim letzten Mal haben wir uns auf den Weg zu Maleks Bastion gemacht, aber irgendwie sind wir vollkommen dran vorbeigelaufen, weiter in den Norden, als wir ursprünglich beabsichtigt haben, weil ich kam einfach nicht nach Osten, da wo Maleks Bastion eigentlich sich befindet. Und jetzt sind wir hier in diesem Haus und haben da beim letzten Mal einen neuen Zauber gefunden, und zwar einen Schutzschild-Zauber. Ich habe bloß leider gerade keine Magie mehr, deswegen würde ich ihn einsetzen, aber ich habe jetzt auch keine Lust hier zu kämpfen. Deswegen opfere ich einfach ein paar Hearts of Darkness. Mir wurde zwar gesagt, ich soll die aufsparen für später, weil die verdammt selten werden, aber naja, es ist mir jetzt egal. Das eine Herz, das wird wohl schon nicht so schlimm sein. Ich muss hier einfach durch, denn beim letzten Mal sind wir hier schon einmal komplett durch und haben uns angeguckt, was auf der anderen Seite war, und dann war die Folge zu Ende, deswegen bin ich einmal wieder zurückgegangen, um zu speichern. So. Und ab hier erwartet uns völliges Neuland. Ich zeige euch mal eben die Karte, um weiter zu besprechen, wo wir jetzt hinwollen. Und zwar, wir sind da, wo der Pfeil ist, das ist ja offensichtlich, und wir wollen hier zu Maleks Bastion, die da so ein bisschen blau eingefärbt ist. Da hätten wir von dem Dorf aus nach Osten reisen müssen, was aber irgendwie nicht funktioniert hat. Und wir sind jetzt halt hier. Und ihr seht, da nördlich dieses Dorfes, wo wir jetzt gerade drin sind, ist noch irgendwas. Das sieht aus wie irgendwie eine Hütte oder so. Ehrlich gesagt wie eine Fabrik von hier aus, aber ich bezweifle, dass es eine Fabrik ist, weil das würde einfach nicht in das Setting passen. Und ja, ich denke nicht, dass man von da aus nach Osten gehen kann, aber ich habe die Vermutung, dass wir da oben irgendetwas finden, was uns dann weiterhilft, hier vom Dorf aus nach Osten zu reisen, zu Maleks Bastion. Deswegen werden wir uns das erstmal angucken. Ich denke mal, das kann nicht schaden. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir finden werden. Vielleicht noch den ein oder anderen nützlichen Zauber, vielleicht eine neue Waffe. Wobei, wir haben natürlich den Morgenstern schon aus Noob Raptors Zuflucht geholt. Hier ist schon wieder so ein dummer Nekromant. Ich habe irgendwie... Hilfe. Ich bräuchte mal wieder Blut. Moment, kann ich den eigentlich betäuben? Kann ich den überhaupt... Nee, den kann ich gar nicht aussaugen. Wir haben schwarzes Blut. Soweit ich weiß, darf ich das schwarze Blut nicht trinken, weil das schadet mich. Schadet mir. So. Man sollte ja auch grammatikalisch richtig korrekt bleiben und nicht sterben, so ich das tue. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich schon zwei Herzen verbraucht. Also ab jetzt werde ich mal gucken, dass ich die nicht so verbrate, wie ich das gerade hier tue. Und irgendwie... Moment. Ich habe doch hier noch Items, oder? Nee, nicht Zauber. Items, da. 28. Ich denke mal, die werde ich jetzt so ein bisschen opfern, und ich wollte eigentlich nicht in das Menü gehen. Ja. Oh, da hat man übrigens gesehen, Moment, ich gehe nochmal eben ins Menü, auch wenn die Ladezeiten einfach horrend sind, wie der Mr. Jacksmith auch schon bemerkt hat. Und zwar da links seht ihr, ganz unten hat sich das orange gefärbt, und wenn ich mal zähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das scheinen die 9 verschiedenen Leute zu sein, die wir umbringen müssen, weil ich denke mal, jeder Abschnitt steht für eine Säule von Nosgoth, und eine Säule haben wir jetzt wieder bereinigt, das haben wir gesehen. Und ja, 8 erwarten uns noch. Und dann dürfte das Spiel vorbei sein, aber das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern. Deswegen seid gespannt, und ich freue mich auch schon auf dieses Spiel. Also ich spiele es echt gerne. Und warum kann ich hier nicht durchgehen? Also von der Perspektive her müsste das eigentlich gehen, oder? Das stört mich so ein bisschen. Vielleicht kann ich da als Wolf drüber springen. Das habe ich noch gar nicht versucht. Oh, was ist denn hier passiert? Das sieht nicht so gut aus. Haben wir da oben irgendwas Interessantes? Nö, sieht nicht so aus, oder? Na gut, dann holen wir uns mal das, was in den Fässern drin ist, wenn da überhaupt irgendwas sich drin befindet. Ach ja, guck mal. Ja, eine Implosion und so ein paar komische Tentakel. I've seen enough hentai to see where this is going. Und dann verabschieden wir uns mal wieder hier. Vielen Dank für Speis und Trank und so. Und bis zum nächsten Mal. Ihr solltet bloß mal... Ach, die sind ja schon wieder hier. Ihr solltet bloß mal aufräumen. Das war nicht so hübsch hier. Allgemein, in der Stadt sind total viele Leichenberge. Was ist hier überhaupt passiert? Ah, interessante Banner. Ist das ein Einhorn über dem Schwert? Ich kann es nicht so richtig erkennen. Und das sieht aus wie... ein Frosch, der ein Schwert hochhält. Okay, Frogger was here. Schauen wir mal, vielleicht finden wir hier irgendwie einen übermächtigen Frosch-Endgegner, der alles hier abgemetzelt hat.
und überhaupt für alles Leid dieser Welt verantwortlich ist. Und, ach, ihr schon wieder. Euch kennen wir doch. Ihr kleinen, blöden Magier. Aua. Oh, oh, nein, 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 nicht sterben, bitte. Sie halten aber viel aus. Moment, kann ich die... Oh, ich würde die ja gerne aussaugen, weil ich, wenn ich mal mein Blut anschaue... Komm her. Nom, 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 nom. Oh, das war gerade noch rechtzeitig. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo irgendwelche angeketteten Leute. Das ist eine Kirche. Ui. Ich hoffe, ich finde hier irgendwelche angeketteten Leute. Ach, schau mal einer an. Was haben wir denn hier? Oh, oh. Finden wir hier eine neue Rüstung? Das wäre cool. Und da ist ein Speicherpunkt? Ja, okay. Und so eine komische Tür, wo ich wieder nicht reinkomme. Okay, Moment. Ich will mir erstmal angucken, was wir hier draußen noch finden, bevor ich weiter in diese Kirche hineingehe und mir anschaue, was wir dort hinten alles finden. Also irgendwas muss hier doch noch... Nö, da geht's nicht weiter. Na toll. Ich möchte aber weiter. Mano, ich will aber... Und wir haben wieder Magie, das ist sehr gut. Was werde ich denn ausrüsten? Ich werde den Blitz ausrüsten, denn offensive Fernzauber sind schon was Feines in diesem Spiel. So, ja, ihr greift so langsam an, das macht mir jetzt gerade nichts aus. Und ich werde erstmal wieder speichern gehen. Es ist natürlich immerhin schön zu wissen, dass wir einen Speicherpunkt direkt in der Nähe haben. Ich nehme zwar erst seit 5 Minuten auf, also werde ich noch weiter aufnehmen, natürlich. Also die Folge wird noch ein bisschen länger dauern. So eine halbe Stunde, denke ich mal, wird ganz gut sein. Aber man weiß ja nie, wann es nützlich sein kann, einfach gespeichert zu haben. So, genau, da speichern wir jetzt einfach mal hin. Und dann gehen wir noch mal weiter und gucken, ob wir die Tür irgendwie aufkriegen. Ich habe mal ein bisschen gelesen. Ich weiß mittlerweile, wie wir diese Türen aufkriegen. Es kann aber halt einfach sein, dass wir das jetzt nicht in dieser Folge machen können. Aber da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Wir gucken uns erstmal an, was wir dort finden. Und zwar einmal, ja, das sieht tatsächlich aus wie eine neue Rüstung, oder? Was meint ihr? So eine Knochenrüstung. Ah, ich will da rein. Ups, da kann ich durchschießen. Okay. Und seht ihr das? Da oben ist ein Schatten. Da sind Schatten, aber keine Gegner über den Schatten. Das macht mir irgendwie Angst. Jedenfalls, diese Türen können anscheinend nur, soweit ich weiß, bei bestimmten Mondphasen geöffnet werden. Und ihr seht ja rechts unten im Menü eine Sonnenuhr und die zeigt uns an, was für eine Tageszeit wir gerade haben. Oh, das ist ein Schalter. Okay, das heißt natürlich, das könnte natürlich bedeuten, dass wir hier auch so reinkommen. Dann waren das andere Türen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die aussahen, aber wir haben schon welche von solchen Türen gefunden, die man nur bei bestimmten Mondphasen öffnen kann. Ja, haha, sie hängen fest, das ist gut. Da kann ich sie... Aua. Okay, tut mir leid, dass ich deinen Kollegen abgeschlachtet habe. Das ist noch kein Grund, mich anzugreifen. Komm, was ist das? Über die Knochensplitter. Okay, dann schauen wir mal, was dieser Schalter hier bewirkt. Hat er diese Tür jetzt geöffnet? Er hat sie geöffnet. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ich will hier eigentlich nicht rein. Da sind Schatten. Oh, oh. Was? Wir werden von Schatten angegriffen. Das, oh Gott. Ich wette, das ist Wasser, ne? Ich brauche die Werwolfsform, um hier durchzukommen. Aber ich kann mich nicht... Moment, wo ist der andere hin? Habe ich den einen getötet? Na, komm schon. Jawohl, okay, wir haben zwei getötet. Wir haben kaum noch Lebensenergie, was überhaupt nicht gut ist. Und ich finde schon wieder das richtige Menü nicht. So, Wolfsform. Dann gucken wir doch mal, dass das klappt, hier rüber zu springen. Und hüpf! Wow. Hä? Okay. Kann ich da doch drüber? Moment, das ist Eis! Ah! Aber wir können ohne Probleme da drüber. Das ist natürlich schön. Ich bleibe jetzt einfach mal in der Wolfsform, denn die ist einfach kräftiger. Damit können wir uns der Skelette hier wesentlich einfacher entledigen. Weil ich möchte jetzt hier ungern sterben. Ihr seht, wie wenig Lebensenergie ich nur noch habe. Okay, ich treffe ihn, aber er trifft mich nicht. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben eine sehr schön hohe Reichweite. Nein! Nein, 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 nein! Das kann doch nicht wahr sein. Ja, bla bla, the heart of darkness. Das kann mich mal. So, du stirbst ja. Oh, ich hab eine Frau gehört. Das heißt, wir werden hier ein bisschen Lebensenergie finden. Ich verwandle mich mal wieder zurück.
Und ich möchte eigentlich nicht das Schild ausgerüstet haben. Ich möchte... Ach, 10 Hearts of Darkness noch. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Wir müssen irgendwo anscheinend... Oh, erstmal müssen wir diese Frau aussaugen, natürlich. So, das war schon mal sehr gut. Vielen Dank. Dafür, dass ja noch einer. Den nehmen wir natürlich auch direkt mit. Wir können es gebrauchen. Sonst haben wir sie mal in Überfluss gefunden und jetzt... oh Gott. Hallo. Hallo. Geht mal wieder weg. Komm, geht mal dahin, wo ihr herkommt. Der eine ist ein bisschen dunkler. Ist das eine stärkere Version? Der da. Oh Gott, der hält aber viel aus. Aber gegen unsere mächtigen Blitzzauber ist er einfach machtlos. Das ist schon mal sehr gut. Was ist das? Damit können wir anscheinend nichts machen. Ich kann es auch nicht kaputt machen. Okay. Und da hängen noch mehr... Oh, oh, was bist du denn? Was bist du denn? Geh da weg, geh da weg. Du beschwerst Schatten. Sehe ich das richtig? Oh, ich sehe es richtig. Dafür musst du... Moment. Du teleportierst dich. Das ist aber nicht nett. Komm her. Komm her. Du musst sterben. Jawohl, sehr schön. So, was war da unten? Lebensenergie. Oh ja, das kann ich gut gebrauchen. So, ihr kommt jetzt... Hier, jetzt habe ich genug Lebensenergie, um es mit euch aufzunehmen. Komm her. Fresst meinen Streitkolben, ihr Schatten. Das ist eigentlich faszinierend. Moment, kann ich die überhaupt mit meinem... Tatsächlich, okay, ich verletze sie damit. Ich hatte zwischendurch die Angst, dass ich sie gar nicht mit meinen normalen Waffen verletzen kann. Weil solche Gegner soll es hier auch geben, soweit ich weiß. Also es ist schon ein bisschen her, dass ich was darüber gelesen habe. Es ist ja schon ein bisschen her, dass ich hier das Spiel gespielt habe. Du bleibst erstmal da. Es kann sein, dass wir noch einen Snack benötigen. Okay, ich wollte eigentlich nicht zaubern, aber immerhin... Oh nein. Oh nein. Du wirst jetzt erstmal sterben. Oh, ich hasse diese Viecher. Gut, dann holen wir uns jetzt mal ein bisschen Lebensenergie. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich diese komischen Schießviecher mit meinem Schild angreife. Moment, das muss ich... Nein, das war schon wieder das falsche Menü. Das muss ich mal eben ausrüsten. Aber ich habe nicht genug Leben, nicht genug Mana dafür. Das ist doof. Habe ich nicht noch irgendwelche Items, mit denen ich Mana wiederherstellen kann? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube aber nicht. Ah. Okay, da unten geht's lang. Da oben ist wieder so eine verschlossene Tür. Muss ich die Feuer ausmachen? Na, wahrscheinlich eher nicht. Ich gehe erstmal hier runter. Ja, da ist ein Schalter. Und nette Zeitgenossen von überall. Nimm das. Und das. Und das. Und hallo, wollt ihr nicht sterben? Irgendwie wollt ihr nicht wieder euch hinlegen. Also ihr müsst nicht extra für mich aufstehen. Verletzt euch die Falle? Oh, schade. Das wäre cool gewesen. Aber wurden nicht vorher schon irgendwelche Feuerfallen verletzt? Naja, vielleicht waren sie einfach nicht stark nah genug dran. Und stark genug sind die auch nicht, weil ihr seht, sie sterben unter meinem Streitkolben und zerfallen zu Asche. Wie sich das gehört für Untote. Also Untote außer Vampire natürlich. Zumindest Vampire wie mich. Alter, da sind ja noch mehr. Wollt ihr mal... Hallo? Geh weg. Ich mag dich nicht. Dankeschön. So. Schalter... Aua. Oh, verdammt. Das hat uns viel Lebensenergie gekostet. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ich dachte, ich könnte da durch. Opfer haben wir leider nicht mehr übrig. Natürlich. Okay. Okay, Moment. Das muss ich richtig timen. Aua. Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Ich könnte wahrscheinlich... Oh Gott. Als Wolf da drüber springen. Aber das will ich nicht riskieren. Ich habe keine... Also, beziehungsweise, das ist mir jetzt zu blöd. So. Eine Kuppel. Damit kann ich die gut töten. Jawohl, das funktioniert. Ah, nein. Oh Gott. Das Eis, das ist hier echt fies. Ich habe gesehen, dass da noch Lebensenergie lag. Ich will nur erstmal, solange ich das Schild aufrechterhalte, alle Viecher hier töten. Okay. Ich hole mir erstmal die Lebensenergie. Moment. Erstmal sauge ich die hier aus. Denn wenn ich jetzt da lang gehe, falle ich garantiert in irgendwelche Stacheln rein durch das Eis und komme gar nicht zur Lebensenergie und verschwende nochmal so ein Herz. Und das wollen wir nicht. Oder ich will es zumindest nicht. Vielleicht findet ihr das lustig, wenn ich hier sterbe, aber... Oh, ich muss mich hier ganz vorsichtig fortbewegen. Das ist ja ätzend. So. Aber immerhin waren die Entwickler so nett und gnädig und haben uns hier jede Menge Möglichkeiten gegeben, uns zu regenerieren. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ich erreiche hier auch Geschwindigkeiten auf diesem Eis. Das ist unglaublich. So, es wundert mich auch, dass das nicht schmilzt bei den Fackeln da oben. Also in Minecraft wäre das jetzt schon längst geschmolzen. Nee, nee, nee. Oh Gott. Moment. Ihr beschwört gerade ganz viele Skelette. Sehe ich das richtig? Das heißt, ihr wollt doch ganz gerne sterben, oder?
mit so irgendwie Klingen ins Gesicht. Ich treffe die gar nicht. Ist hier irgendwo ein Schalter? Ich sehe gerade nichts. Okay, mit den Klingen kann ich sie schon mal nicht erreichen. Das heißt, ich werde mal wieder den Blitzzauber ausrüsten und hoffen, dass ich die Dame treffen kann. Jawohl. Ach, das geht ja. Ein Treffer und tot. Oh, oh. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Oh. Ihr müsst eindeutig... Gott, Hilfe. Nein, dich wollte ich nicht treffen. Komm schon, stirb. Ihr müsst eindeutig mehr Kalzium zu euch nehmen. Eure Knochen zerfallen ja wie sonst was. Das ist unglaublich. Wie weit ist es? Ach, da können wir schon wieder durch. Okay. Naja, solange es dich nicht verzweigt, habe ich eigentlich auch keinen Grund, hier drauf zu gucken. Ist das eine Rune? Mehr Magie. Das ist gut. Zombies weniger gut. Aber ich kann sie ja jetzt leicht entledigen. So. Ich habe nämlich eine viel höhere Reichweite als die. Ja, wenn man ein bisschen taktisch vorgeht, dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Das Kämpfen. Aber manchmal habe ich einfach keinen Platz. Oh, oh, was ist das? Was ist das? Lower forms of undead fall swiftly to deception. With the bone armor, they are not as eager to challenge me. Ah, sehr cool. Wir haben die Knochenrüstung eingesammelt. Und ich muss jetzt, glaube ich, erstmal ausrüsten. Was bedeutet das, wenn wir diese Rüstung tragen? Spiked Mace. Sehr schön. Das heißt, wenn wir diese Rüstung tragen... Oh, unser Bild links rechts, da hat jetzt auch die Rüstung an und im Spiel auch. Das mag ich, wenn man andere Sachen ausrüstet und sie dann im Spiel wirklich sichtbar sind. Das ist einfach cool. Jedenfalls, niedrige Untote werden uns jetzt nicht mehr angreifen, weil wir halt auch aussehen wie sie irgendwie so. Seht ihr, die Schatten greifen uns nicht an. Die Skelette werden uns wahrscheinlich auch nicht angreifen. Nein. Aua. Aber sie explodieren noch, wenn sie gegen uns laufen. Da müssen wir aufpassen. Aua. Ja gut, aber wenn wir sie angreifen, dann wehren sie sich. Verständlich. Komm, stirb. Oh, der hält mehr aus. Naja. Lebensenergie und noch mehr Eis. Ich hasse Eis in diesem Spiel. Komm, wir machen einen großen Bogen um dich und lassen dich in Frieden und du lässt uns dafür in Frieden, ne? Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Sehr schön. Ich gehe mal wieder hier übers Eis, damit ich die Schatten nicht berühre. Und das hier schön... timen kann, hier einfach durchzulaufen. Ohne Schaden zu nehmen, ohne kämpfen zu müssen. Da ist schon wieder so ein komisches Zeichen auf dem Boden. Im Eis. Also ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Sind das so Zeichen von den Säulen von Nosgoth? Markiert das irgendwie die Hoheitsgebiete der Säulengeister, wie auch immer ich sie nennen soll? Oh, da unten ist Mana. Oder was ist? Nein, das ist eine Lebensenergiefiole. Da will ich hin. Ich hätte den nicht so schnell trinken sollen. Jetzt haben wir mehr Lebensenergie. Also mehr maximale Lebensenergie, die wir potenziell haben können. Ja gut, du greifst uns noch an, ne? Komm her. Komm her. Nein! Oh, du Mistkerl. Du hast dich extra vor den blöden Menschen teleportiert, damit ich ihn töte und ihn nicht aussaugen kann, ne? Du... Komm, stirb. Damit hast du den Tod verdient. Geht doch. So. Ja, um die kümmere ich mich jetzt gerade noch, weil sie mir sonst hinterherlaufen werden. Und das wird nerven. Oder auch nicht. wie mache ich das jetzt am besten? Kann ich hier vorbei? Nö. Ich komme hier nicht durch. Okay. Na gut, dann muss ich es ja doch angreifen. Aber ihr seht schon... Oh nö, oh nö, oh nö, nicht so ein Vieh. Ich hasse diese Viecher. Ich will auch den richtigen Knopf drücken. Machen wir es halt auf die übliche Weise mit unserem Schutzschild. Das funktioniert am besten. So, komm her. Komm her. Der hält aber viel aus. Das ist so ein Mega-Ding. Ja, da war es ganz gut, dass wir das Schutzschild benutzt haben. Dann so ein Vieh. Den können wir auch per Nahkampf angreifen. Das ist praktisch. Okay, komm. Schnell, bevor das... hört ihr wohl auf, mich in die blöden Stacheln zu schieben? Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Ich glaube, euch geht's zu gut. So. Da ist schon wieder so ein Vieh. Ich brauche eindeutig mehr Mana, um mir öfter Schilde zu machen. Bleib hier. Hör auf, dich wegzuteleportieren. Komm her.
Habe ich ihn erwischt? Ich glaube nicht, oder? Nö. Dann machen wir es halt auf die Blitzweise. Ja. Nerv. Komm. So. Nimm das. Und nimm das. Wunderbar. Das funktioniert doch. Habe ich noch genug? Ja, ich habe noch genug Mana für ein Schild. Das ist sehr gut. Das heißt, ich muss jetzt ganz vorsichtig durch, und zwar nicht so, um dieses Vieh zu töten. Ja, ist gut. Boah, wie viel hält das denn aus? Ist das euer Ernst? Geht doch. Habe ich das jetzt die ganze Zeit nicht getroffen, oder hält das wirklich so viel aus? Das ist ja... Oh. Ich schätze, hier brauche ich dann doch den anderen Zauberkanten. Nee, über die Stacheln komme ich leider nicht mit dem Ding drüber. Das ist doof. Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich nicht genug Mana, um die zu besiegen. Das kann nicht wahr sein. Nein, ich will hier nicht sterben. Nein! Es kann nicht wahr sein. Was soll das denn? Das ist doch nicht... Ja, The Heart of Darkness. Das macht doch keinen Spaß so. Okay, einer ist schon mal weg. Ich habe aber leider keine Magie mehr. Habe ich da nicht gerade einen Schalter gehört? Moment. Na. Okay, das heißt, wir werden erstmal hier so ein bisschen warten müssen. Oder so ein Skelett. Bis ich wieder irgendwie Mana habe und schießen kann. Weil die Items... Aua! Ach toll, jetzt habe ich den verschwendet. Und ich habe schon wieder ein Herz von Heart of Darkness verschwendet. Das ist heute die Folge, in der wir total oft sterben. Ich frage mich, was passiert, wenn wenn ich keine Hearts of Darkness mehr übrig habe. Ich weiß, ich kann mich auch in meine Kluft teleportieren, um mich da auszuruhen und zu heilen. Das Problem ist, dass wir dann nicht mehr so leicht hierhin zurückkommen und wieder laufen müssen. Das ist etwas unvorteilhaft. So, dafür kriegen wir jetzt noch mehr Mana, das ist gut. Und Gott sei Dank, jede Menge Lebensenergie. Die können wir jetzt aber auch richtig gut gebrauchen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Hearts of Darkness habe ich jetzt noch? Falsche Taste. 10? Hä? Irgendwas kann da nicht stimmen, oder? Wieso habe ich immer noch 10 von den Dingern? 10. The Heart of Darkness. Okay. Ja, da ist übrigens ein Noob-Raptor, den können wir aber leider nicht einsetzen. Das ist das Zeitding, ja. Okay, haben wir jetzt keine verloren, oder warum? Wieso, weshalb haben wir noch so viele? Oh nein, jetzt habe ich Items verschwendet. Naja, was soll's. Das kann ich nicht zerstören, okay. Jetzt sind wir bloß leider wieder ganz weit von Speicherpunkt entfernt. Das ist ein bisschen doof. Aber wir können jetzt hier durch. Greifst du uns an? Nö. Möchtest du? Du möchtest doch ausgesaugt werden, oder? Ja, möchtest du. Vielen Dank für deinen Beitrag zu meiner Lebensenergie. Soll das eine Schenke sein? Ich glaube, das soll eine Schenke sein. Ach, du kannst mich mal gerne haben. Du spawnst sowieso wieder, wenn ich aus diesem Haus rausgehe. Also lass mich einfach in Ruhe, okay? Oho, noch mehr tote Menschen. Und, interessantes Bild. Heißt das, wir kriegen hier ein neues Item oder so? Interessant. Ja, das scheint ein neues Item zu sein. This cleanses my body of any dangerous poisons. Quite useful with all the filth I find myself surrounded by. Ah, etwas, womit wir Gift heilen können, sollten wir jemals vergiftet werden. Und das wird wahrscheinlich nicht so selten passieren. Oh, was ist das? Neuer Teleporter, okay. Okay, ich möchte aber erstmal mich nochmal oben umgucken. Also wie gehabt, ich möchte alles erforschen, alles sehen. Und ich denke mal, ich werde dann sowieso erst in der nächsten Folge darunter gehen. Wir gucken uns jetzt erstmal noch hier an, was wir hier oben alles so finden. Okay, der Nekromant ist... Da ist er, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal rechts rum und schauen uns an, was wir da finden. Vielleicht können wir da auch rumlaufen. Nein, können wir nicht, denn da ist eine unsichtbare Wand. Wir laufen gegen das Dach, obwohl das Dach viel höher ist. Nun gut, aber den können wir glücklicherweise sehr leicht ausweichen. Da geht's noch rein. Ja, gucken wir mal an, was hier drin ist. Da links können wir garantiert wieder nicht lang gehen. Eine Schmiede, mal wieder. Für ein Schwert. Ha. Aber bringt uns das irgendwas?
Bringt uns das irgendwas? Das ist die Frage. Wenn ich das Schwert ausrüste und in die Esse halte, kann ich dann mein Schwert irgendwie verbessern? Iron Sword. Ich will das ausrüsten. Ich habe es ausgerüstet. Sehr gut. Kann ich das dann? Nö. Das bringt mir gar nichts. Das ist unschön. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Dann rüste ich halt wieder meinen Morgenstern aus und gehe damit auf Rampage-Tour hier. Das kann doch nicht wahr sein. So, sieht sowieso viel cooler aus. Vor allem mit der Knochenrüstung. Haha. Das ist schon irgendwie. Also, es ist auf jeden Fall sehr cool gemacht, was wir alles finden können. Und ich bin gespannt, was uns noch alles so erwartet, was wir noch an Waffen und Fähigkeiten und Rüstungen finden werden. Da werden bestimmt noch ein paar coole Sachen dabei sein. Ich gehe jetzt erstmal hier runter in dieses Haus, in den Keller. Beziehungsweise ich bleibe vor der Treppe stehen und mache hier jetzt einen Folgenschnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dann. Ciao.